Also, Sid, erstmal herzlich willkommen bei der Icon League. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Ja, auch, ich freue mich auch. Dankeschön. Das ist schön. Was können wir erwarten von dir als Coach? Jetzt mal so runtergebrochen. Ja, ich bin was Besonderes, denn ich bin nicht nur Coach, sondern ich bin auch Spieler. Ich werde also Spielertrainer. Ja, ich bin Spielertrainer. Das ist stark, das ist stark, das ist sehr gut. Das lassen wir uns erhoffen. Ich habe gehört von Illy auch, dass du ja bei D-Lay Sports regelmäßig ablieferst. Kannst du das bestätigen? Und kannst du es bestätigen? Ja, also ist ja jetzt Kreisliga, ist jetzt nicht das höchste Niveau. Ja, ja. Aber es ist einfach so aus Spaß. Macht Spaß, auf dem Platz zu stehen immer wieder und auch ein bisschen was für seinen Körper zu tun. Ne? Und glaubst du, musst noch also dann in der Icon League zu spielen? Wie würdest du es dann vergleichen? Ich glaube, da wird das Niveau hoch sein. Ne? Ich glaube, da wird der Start sein. Vielleicht muss ich dann auch mehr Auszeiten bekommen, mich auswechseln lassen, weil meine Ausdauer ist wahrscheinlich nicht die beste, aber ich glaube, fußballerisch kann ich da easy mithalten. Das denke ich auch. Da kommen wir auch direkt zum Fußball. Du hast ja fast deine ganze Jugend bei Hertha durchlaufen und hast auch einige Jugendländerspiele gemacht. Mhm. Erzähl mal ein bisschen so über deine Jugend. Ich meine, Hertha, ich kenne das noch von damals, zwar ein paar Jahre vorher, aber bin ja bei Hansa Rostock quasi groß geworden, fußballerisch. Und da war Hertha immer so, ja, sag ich mal so, die Benchmark. Also Hertha von seiner Jugendarbeit war immer top. Hast du das auch so? Ja, auch so also wir waren immer so deutschlandweit, so unsere Jahrgänge waren immer eine der besten. Mhm. So mit Dortmund, Hoffenheim war noch sehr gut, Stuttgart und so. Also es gibt viele mit guter Förderung, aber Hertha war schon sehr gut. Haben immer oben mitgespielt, jetzt Regionalliga Nordost gibt es halt nur so, Wolfsburg und RB kamen dann noch gerade. Das waren noch so unsere Konkurrenten, aber sonst haben wir immer dominiert. Und dann Nazio ging U14 halt los, die ersten Lehrgänge. U17 habe ich mein erstes Länderspiel gemacht gegen Frankreich. Da war Mbappé leider nicht im Kader, erst mein Jahrgang. Aha, also, ja, gut. Upamecano zum Beispiel oder so. Ja, und ich war sogar einmal U20, da waren wir in Südtirol. Mhm. Da haben wir gegen die A-Nazio gespielt, also vor der WM. Mhm. Du warst aber nicht da. Alle waren da außer du. Wann war das? Südtirol vor der WM 2018. 2018? Ja. Ja, es kann sein. Ich kann ja auch sagen, warum. Ich glaube, das war, weil da habe ich mit Real Champions League Finale gespielt und hatte deswegen, noch das frei bekommen. Hatte noch frei da. Ja. Sonst wären wir uns da schon über. Ja, das wäre witzig gewesen. Du hast aber dann leider, ich meine, es war ja, hört man ja, dass das alles sehr, sehr vielversprechend war, aber dann irgendwie vor allem Verletzungen haben dich, ja, haben Größeres verhindert, sage ich mal. Wie war so deine Verletzten-Historie und was, ich weiß, es ist immer schwer zu sagen, wo hätte das hingehen können, deiner Meinung nach? Es ging schon früh los bei mir, Verletzungen an meinen Knöchel. Ich hatte ab U17 immer Sprunggelenksverletzungen des Grauens. Da musste ich immer mit Tape spielen, ab U19 oder so. Es ging sogar so weit, dass ich bei Profis, bei meiner letzten Station, wurde ich nicht mal durchgelassen wegen meinem Knöchel. Die meinten, ich muss operieren. Und da hatte ich eine Klausel drin, dass wenn ich mich verletze am Knöchel, dass ich dann kein Geld bekomme. Aber sonst, also deswegen wurde ich dann angenommen. Mhm. Ja, also das war jetzt verletzungstechnisch, das war jetzt nicht so schlimm. Potenzial ist da. Ich bin halt so ein sehr gemütlicher Spieler. Ich habe immer gespielt, weil es mir Spaß macht und ich bin ja auch Sechser gewesen. Ich war jetzt nicht einer, der dazwischen aus, sondern auch so eher wie so Gehirn der Mannschaft, der offensiv jetzt nicht defensiv so engagiert ist. Ja, Potenzial sagt man immer, dass ich. Also auf jeden Fall. Hatte. Ja, also für U19 Europameisterschaft Stamm gespielt. Hätte es auf jeden Fall gereicht. Ne? Ja, also ich habe U19 Europameisterschaft Stamm gespielt, auf 6 mit Dennis Geiger, kennst du ihn? Hoffenheim. Salih Özcan waren so meine Konkurrenten. Ja. Aber es sollte halt einfach nicht sein. Es geht ja dann auch so, wo man sich für entscheidet, wenn man einen Profivertrag unterschreibt, ob man direkt in der ersten Liga. Ich wollte bei Hertha Profi werden. Ich dachte so, ja, ich bin gut genug. Hier schaffe ich es. Anstatt in die zweite oder dritte Liga erstmal zu gehen, hatte ich keine Lust drauf. Und ja, habe ich da ein paar Jahre verschenkt. Dann ging es nach Belgien bei mir. Da ging es aber relativ gut. Da haben wir so im Rückrunde erster Platz. Alles gewonnen. Warst du dann auch nochmal, wo warst du? Slowenien, Slowakei? Am Ende, ja. Ja, ne? Aber nach Belgien war ich noch in Wiesbaden. Aha. Zweite Liga, das war gar nichts. Also nicht. Lange Bälle kloppen. Ist für einen spielenden Sechser zweite Liga nichts. Alter, das war krank. Also ich war echt geschockt. Aber bist du auch so der Meinung? Also ich bin immer der Meinung, mein Bruder hat ja auch dann, war ja auch so Sechser, auch eher so spielend. Der hat dann am Ende noch in Braunschweig gespielt. Mhm. Und ich war immer der Meinung, er hatte dann vielleicht nachher am Ende nicht mehr das Niveau für erste Liga, aber ich war immer der Meinung, er hätte sich viel leichter getan in der ersten Liga als in der zweiten. Glaubst du, das wäre bei dir auch gut? Ja, ne? Locker, weil es halt viel spielerischer ist. Ja. Also weil der Ball viel mehr läuft und du nicht die ganze Zeit Kopf bei dem machst. Naja. War ja auch nicht so deine Lieblings-. Nee. Da gibt es eher Nackenprobleme. Ja, dann habe ich in Wiesbaden halt nicht gespielt. Da war noch die Corona-Pause und dann ist es halt schwer, wenn du zweite Liga-Absteiger keinen Verein hast. Keine Spieler hast, dass du
schwer da wegkommt. Klar. Ich hatte natürlich ein bisschen Vita davor. Aber dann hatte ich den Trainer aus Belgien, der war in Slowakei, Euroleague-Quali und so bei einem Verein. Hat gesagt, ja, der hatte Lust auf mich und ich wusste, dass der Trainer auf mich steht. Und da lief auch alles gut. Wir wurden, ja, Hinrunde haben wir alles gewonnen. Und dann habe ich mich verletzt am Knie. Davor hatte ich die ganze Zeit Angst und dann ist das erste Mal passiert. Dann hatte ich eine OP gehabt, also Meniskus wurde rausgenommen. Und danach ist es beim ersten Training wieder passiert, genau das Gleiche. Und dann war das Ding schon gesagt, aber, ja. Bevor es ein drittes Mal passiert. Auch so zukunftsbedingt wegen Knorpelschadengefahr. Klar. Und ich will mein Alter, im Alter will ich noch Fußball spielen können, mit meinen Söhnen zum Beispiel. Ja. Da habe ich mich dann für die Gesundheit entschieden. Und da ich auch so ein zweites Standbein hatte mit Stream und sowas, genau. Ging es zum Glück relativ reibungslos. Du hast gesagt, du hast ja alles durchlaufen bei Hertha. Jetzt auch gerade für die Icon League. Ich meine, es geht ja dann am Ende auch um eine Teamzusammenstellung. Hast du da zum Beispiel irgendjemand im Kopf über die Jahre? Ich meine, ich kenne das ja, wenn man so lange sagen wir Jugend-Bundesliga-Mannschaften spielt oder auch Nationalmannschaft, hat man ja immer, wenn man sich jetzt so Gedanken macht, Icon League, Teamzusammenstellung. Hast du da den einen oder anderen im Kopf, mit dem du da auch zusammengespielt hast vielleicht früher? Auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, wie es da aussieht bei den Vereinen mit Freistellen und so. Ich denke mal, einen aktiven Profi zu nehmen wird schwer. Ja. Auch wegen Verletzungsrisiko alleine deswegen. Aber es werden ja nicht alle von denen, mit denen du gespielt hast, heute erste Liga spielen, ne? Oder eben. Zweite Liga. Dann gibt es bei Delay Sports gibt's natürlich noch da gibt's ein paar Spieler. Die höher spielen könnten, ja, wenn sie wollten. Ja, okay, gut. Ja, also da werden wir schon was Cooles dazu zusammenbekommen. Das glaube ich. Jetzt haben wir ja heute mal die Möglichkeit, normal bist du ja mit Eli viel unterwegs, jetzt haben wir mal kurz die Gelegenheit, hier ohne ihn zu sprechen. Ist ja quasi mein Präsidentenkollege der Icon League. Gibt es irgendwas, was ich über ihn wissen muss noch? Also du kennst ihn ja besser als ich. Charakterlich, positive wie auch negative Eigenschaften. Kannst du mir noch was verraten? Gib ihm auf jeden Fall nicht den Ball, dann wird er sagen, sobald ihr einmal zwei Kontakte gegeneinander spielt und er gewinnt, dann wird er dich die ganze Zeit damit nerven, dass er besser ist und dass er gegen dich gewonnen hat, okay, auch im Internet. Klar. Also wirklich nur Präsident, ja? Ohne Ball. Mach keine Challenges gegen ihn. Am besten keine Challenges einfach machen. Naja, aber du hast da einen guten Partner, also vor allem geschäftlich. Der Mann hat da einen Plan, der kann es ganz gut trennen. Also bei mir zum Beispiel Freundschaft und Geschäft, was auch wichtig ist. Damit es auch gut läuft. Ja, also könnt ihr euch okay, also gute Entscheidung, ja? Ja, ja. Okay, gut, dann bin ich beruhigt. Eins wollte ich gerne mit dir sprechen, weil ich glaube, was uns so ein bisschen eint, ist, dass wir große Basketballfans sind. Du bist ja sogar NBA-Botschafter. Ja, ja, ich bin ein großer NBA-Fan. Deswegen, also A, gibt es ein Team, was du supportest? Und dann habe ich natürlich noch ein, zwei weitere Fragen. Ja, ich bin eher nicht so ein Team-Fan, sondern bei Basketball geht es ja so schnell, dass die Spieler wechseln da. Ja, und auf einmal ist das Team scheiße. Ja. Da warst du vorher so OKC. Ich war zum Beispiel früher OKC-Fan, wegen Russell Westbrook. Dann sind alle weggewechselt. Und jetzt bist du Clippers-Fan. Ja. Wegen Russell Westbrook nicht mehr. Russell so viel auf einmal. Ich würde sagen Golden State immer noch. Ich mag Golden State. Golden State ist auch meine 2. Ja, ich bin halt immer Dallas. Immer Dallas. Also aber über Nowitzki. Du hast einen guten Pick. Über Nowitzki, weil ich Dirk ein bisschen kenne und deswegen, oder Dirk auch der war, der eigentlich mich zum NBA-Basketball gebracht hat oder zum Fan gemacht hat, speziell damals mit der Meisterschaft, die er da geholt hat und dann immer Dallas-Fan gewesen und dann war Gott sei Dank so der Übergang, als Dirk aufgehört hat, kam Luca halt, der ja vorher hier in Madrid gespielt hat. Stimmt. Das heißt, also ich saß mit ihm auch noch zwei, drei Mal hier am Essenstisch in Madrid. Da war er aber, was war er, 17, 18 oder wirklich ganz schüchterner Junge, wenn du jetzt guckst, wie er spielt. Also der Übergang war halt top von Dirk zu Dings, da konnte ich Dallas-Fan bleiben. Und jetzt natürlich auch noch mit Curry dazu. Also ich bin, also bei mir ist Dallas die 1, aber ansonsten auch Steph Curry bin ich auch. Also Steph Curry ist schon Ready League Spieler. Nicht Brown? Nee, wenn ich wählen könnte. Aber da kommen wir schon zur nächsten Frage. Der größte aller Zeiten. Ich gehe mit MJ. Aber ich habe aber davor kein Basketball geguckt. Ich habe halt die Doku gesehen. Und halt Erzählungen. Aber ich finde es immer schwer, also weil der Sport ändert sich natürlich auch, so auch beim Fußball. Fußball ja auch oft, ne? Da so ein aller Zeiten. Okay, dann machen wir aktuell. Aktuell der Beste? Boah. Ich finde rein potenzialtechnisch und so Luca. Du? Ja, auch. Ehrlich? Ja. Okay. Naja, ich finde Luca einfach vom Basketballverständnis alles, finde ich ihn einfach. Jokic einfach, auch. Anderes, auch sehr geil. Anderes Level, irgendwie kann alles. Kommender Meister, letzte Frage. Ich sag Celtics. Oder wären mal dran, ne? Celtics wäre cool. Die haben schon dran. Seit Jahren sind die ja im Osten eigentlich Favorit mit Bucks. Aber auch immer rechtzeitig, wenn es eng wird. Dann. Aber jetzt haben die noch mit Drew und Porzingis. Porzingis dazu bekommen, ja.
Biggest Update. Du? Ich glaube auch, dass der Osten an die Celtics geht. Westen ist grundsätzlich natürlich echt schwer. Also ich glaube, geht am Ende wieder über die Nuggets. Oklahoma und Minnesota, glaube ich. Weiß nicht, ob sie gerade über Niveau spielen, aber auf jeden Fall eine super Saison. Aber ich glaube, ansonsten geht es im Westen wahrscheinlich über Nuggets und Clippers, glaube ich, die ganz zu schlagen sein. Sehr gut. Also ich glaube Celtics-Nuggets. Finale. Ja, ich sag Celtics, Clippers. Okay, alles klar. Was zu beweisen wäre. Sydney, auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir für deine Zeit. Wir freuen uns alle auf unser Projekt und wünsche dir wie jedem anderen Team halt auch viel Erfolg in der eigenen Liga.